Ach, dann mach halt nicht. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Schoki Banuki Daily. Ja. Wir begrüßen euch hier ganz herzlich zu eurer Tagesdosis Angeberwissen. Aber sowas von herzlich. Neben mir der Sascha, ich habe es nicht vermeiden können. Und ich bin immer für euch auch da, natürlich. Ich bin immer bei euch da, ich bin immer für euch da, der Puja. Wisst ihr ja. Godfather of Schoki Banuki. Ja, aus. Wir haben heute den 29. März. Das ist korrekt. Ja, und am 29. März hat auch jemand Geburtstag. Das passiert. Ja, und wer von den Promis da draußen hat heute Geburtstag? Ja, wahrscheinlich wieder irgendeine Nase, die ich nicht kenne. Doch, die kennst du, die Nase. Und sogar sehr, sehr gut. Wie heißt denn die Nase? Terence Hill. Nee, sag mal, echt? Das Krokodil. Das Krokodil, ja genau. Nicht das Nilpferd, sondern das Krokodil. Das Krokodil hat Geburtstag. Genau. Nobody, das Krokodil und so weiter. Ja. Cool. Ja, zeig doch mal hier Terence Hill, wenn so, wer ja, nicht kennen sollte. Also das glaube ich jetzt nicht, aber der sieht halt so aus. Hier, das ist Terence Hill. Ja, sein Name ist Nobody. Ja. Nobody ist der Größte. Ja. Seiner Zeit. Rechte Hand des Teufels. Ja, genau. Trinity im Original, genau. Und Terence Hill war ja mit Bud Spencer unterwegs und hat dann diese Filme gedreht, aber auch ein paar Solo-Auftritte. Aber Terence Hill heißt ja nicht Terence Hill. Sondern? Sondern italienisch. Ja, ist ja eigentlich Italiener, genau wie Bud Spencer auch. Mario Girotti. Mario Girotti. Mario Girotti ist am 29. Tutto. März 1939, kurz vor dir, geboren. Ja, ja. Mario Girotti. Übrigens, der Bud Spencer, weißt du, wie er auf seinen Künstlernamen kam? Wegen Budweiser. Genau, das war damals so sein Favorite Bier. Und Spencer Tracy. Hervorragend. Ja, ach, komm, kannst du alles fragen, der weiß nichts. Hey, yes, so. Super, super. Genau. Sehr schön. Also, herzlichen Glückwunsch, Terence Hill. Am 29. März 1989 wird die von dem US-amerikanischen Architekten Eo Ming Pei entworfene Glaspyramide im Innenhof des Louvres in Paris dem Publikum zugänglich gemacht. Was ist das denn? Oh, das ist noch von dir. Terence Hill, guck mal. Terence Hill. Ja, Entschuldigung, ja genau, Terence Hill. Mach mal zurück. Wir machen die ganze Sendung mal heute Terence Hill. Ja. Terence Hill Special. Sag mal, bedeutet der Typ hier irgendwas? Mach mal zurück. Ja, ich mach ja zurück. Da haben wir gerade vergessen, Guck mal, das hier. Das hier, ja. Terence Hill. Überraschung, Terence Hill. Warte, was kommt jetzt? Das ist Terence Hill als kleiner Junge. Ja. Ja? Da sieht man schon ein bisschen was, ne? Ja, ist ein bisschen was von Terence Hill zu sehen, genau. Ja, ist er ja. Also eigentlich der Kopf. Ja. So, und jetzt machen wir weiter. Jetzt kommt Terence Hill. Ein bisschen später, ne? Ja. Hat ja heute Geburtstag, da kann man auch ein bisschen loben. Hier, Terence Hill, ne? Ja. Als Mario Girotti, der hat damals noch in deutschen Heimatfilmen mitgemacht irgendwie. War die Mutter nicht deutsch? Das ist mir egal. Weiter? Ist mir egal. So, und, weiter. Und hier wieder Terence Hill. Guck mal, was für blaue Äuglein er hat, oder? Hammer hat. Ja. Und Fred Perry. Und hier eine Uhr hat er auch um. Ja. Was für ein Fred Perry. Ja, das ist die Marke. Die Marke. Von dem Tennisspieler. Was ist das irgendwie? Keine Ahnung, was er. Irgendeine Geschlecht. Und hier wieder, guck mal hier. Zack, Terence Hill. Als die Linke von der Hand des Teufels. Von der rechten. Irgendwie so. Also die linke, andere Seite von der rechten Hand des Teufels. Linke Hand des Teufels. Da so. Der so. Klatschpartner von der rechten Hand des Teufels. So, können wir jetzt mal zu deinem Thema kommen, endlich. Ja. Also hier, das ist der Eo Ming Pei. Was? Eo Ming Pei. So sieht er aus. Coole Brille. Ja. Schöne Flaschenböden und, da drin. Diese Glaspyramide, die habe ich euch auch mal mitgebracht. Kennt ihr sicherlich aus dem einen oder anderen Film. Oder der Louvre. In Paris-Bad. Im Louvre. Das hat der Bursche zustande gebracht. Aha, okay. Respekt und Aberkennung. Ja, genau. Heute ist auch Namenstag. Wer hat den Namenstag? Berthold und Ludolf. Ludolf, wie die Brüder Ludolf. Ja, genau. Zeig von denen gibt es leider nicht mehr so viele. Achso, ja, hast du schon. Genau. Ja, genau. Ja. Da gibt's, die sind langsam weggestorben, oder was? Gell? Ich glaube, einer ist noch. Weiß nicht so genau. Ja, genau. Auf jeden Fall, die Ludolfs, wenn sie jetzt den Vornamen Ludolf hätten, gibt es halt Vornamen. Ja. Berthold und Ludolf haben heute Namenstag am 29. März. Alle Bertholds! Welchen Berthold kennst du nur? Ich kenne Berthold Brecht. Alle Bertholds und alle Ludolfs da draußen. Ludolf kenne ich keinen. Herzlichen Glückwunsch! Zum Namenstag. Zum Namenstag. Ja, großartige heute Leistung, ganz groß. Am 29. Uli, Uli. Ja, habt ihr mal richtig gut gemacht, ne? Am 29. März 1879 besiegen die Briten in der Schlacht von Kambula unter Evelyn Wood die Zulu unter Mchingwayo-Khoza im Zulu-Krieg und können damit die katastrophale Niederlage in der Schlacht bei Isandlwana wettmachen. Was will er? Da. Ich habe kein Wort verstanden. Ein bewegtes Bild.
Ja, das Gute ist, ein bewegtes Bild, genau. Ja, das Gute ist ja an diesen YouTube-Videos, dass man sie auch einfach zurückspulen kann und wiederholen kann und dann mal hören kann, was er eigentlich da erzählt hat, weil ich habe es nicht verstanden. Tja, dann schau dir ja gleich mal das Video an. Ja. Das wird ja, also du kannst es dir nicht jetzt anschauen, weil das wäre Instant-Video. Das würde heißen, dass du dir jetzt in diesem Moment, wo es gedreht wird, das auch anschauen könntest. Kann ich aber nicht. Aber wir sind ja nicht bei Spaceballs. Nein, geht nicht. Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal.